click the link in the lesson description below to get your back-to-school conversation cheat sheet, the top 10 sentence patterns for beginners, and learn the must-know travel preparation phrases. Access your gifts right now before they expire. How are your German listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Das Fernsehen sendet eine Wettervorhersage. Welches ist die Wettervorhersage für die kommende Woche? Hier ist die Wettervorhersage für die kommende Woche. In der ersten Hälfte der Woche werden viele Tage generell sonnig sein, obwohl es vielleicht ab und zu bewölkt sein wird. In der zweiten Hälfte der Woche werden sich die Wolken vermutlich verteilen und es wird an einigen Orten regnen. In der Mitte der Woche, wenn das Wetter anfängt sich zu verschlechtern, wird es ein paar Stürme geben. Die Höchsttemperatur wird dieselbe sein wie die Jahresdurchschnittstemperatur und sie wird auf etwa 20 Grad in der ersten Hälfte der Woche steigen, aber später in der Woche wird sie niedriger sein als der Jahresdurchschnitt und wird von 18 auf 15 Grad sinken. Die Mindesttemperatur wird weiterhin 7 bis 8 Grad betragen. Dies ist etwas niedriger als normal. Morgen wird ein sonniger Sonntag sein und es wird das perfekte Wetter für einen Feiertag sein. Welches ist die Wettervorhersage für die kommende Woche? Das Fernsehen sendet eine Wettervorhersage. Welches ist die Wettervorhersage für die kommende Woche? Hier ist die Wettervorhersage für die kommende Woche. In der ersten Hälfte der Woche werden viele Tage generell sonnig sein, obwohl es vielleicht ab und zu bewölkt sein wird. In der zweiten Hälfte der Woche werden sich die Wolken vermutlich verteilen und es wird an einigen Orten regnen. In der Mitte der Woche, wenn das Wetter anfängt sich zu verschlechtern, wird es ein paar Stürme geben. Die Höchsttemperatur wird dieselbe sein wie die Jahresdurchschnittstemperatur und sie wird auf etwa 20 Grad in der ersten Hälfte der Woche steigen, aber später in der Woche wird sie niedriger sein als der Jahresdurchschnitt und wird von 18 auf 15 Grad sinken. Die Mindesttemperatur wird weiterhin 7 bis 8 Grad betragen. Dies ist etwas niedriger als normal. Morgen wird ein sonniger Sonntag sein und es wird das perfekte Wetter für einen Feiertag sein. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time.